Von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Die Linke begrüßt ausdrücklich, dass wir uns als Legislative mit dem Thema Gewalt gegen Polizei und Rettungsdienste und natürlich auch mit der Behinderung von Rettungsdiensten und Einsätzen beschäftigen. Als ehemaliger Polizeibeamter macht es mich aber richtig sauer, wenn mir unterstellt wird, die Bekämpfung dieser Phänomene läge mir nicht am Herzen, nur weil wir vielleicht Vorschläge, die die Unionsfraktion macht, hier ablehnen, weil sie inkompetent sind. Zunehmende Gewalt muss ganz einfach Ursachen haben. Am Anfang der Woche wurde die polizeiliche Kriminalstatistik vorgelegt, und wir wissen, dass die Gewaltkriminalität insgesamt gestiegen ist. Da sollten Sie schon mal zuhören, denn die Zahlen haben auch Sie bekommen. Es macht aus Sicht der Linken zumindest keinen Sinn, hier einzelne Phänomene wie die Gewalt gegen Polizeibeamte herauszugreifen, sondern wir müssen dieses gesamtgesellschaftliche Problem ernsthaft ins Auge fassen. Meine Damen und Herren, wenn ein Wasserhahn tropft, wechsle ich nicht den Scheuerlappen, sondern ich versuche erst mal den Wasserhahn zu schließen. Und solche einfachen Regeln des täglichen Lebens sollten auch hier langsam mal eine Rolle spielen. Ich möchte mal eine mögliche Ursache für die zunehmende Gewaltbereitschaft ansprechen. Wie häufig werden Strafverfahren wegen einfacher Gewaltdelikte in der Praxis auch bei sehr jungen Tätern mittlerweile wegen Geringfügigkeit ohne jegliche Konsequenzen eingestellt? Eingestellt, weil den Staatsanwaltschaften und Gerichten einfach die personellen Ressourcen fehlen, die Masse dieser Anzeige tatsächlich zu bewältigen. Auch das betrifft übrigens einfache Straftaten gegen Polizeibeamte und Feuerwehrleute. Ich habe als Polizeibeamter oft solche Anzeigen geschrieben und Monate später die Einstellung des Verfahrens ohne jegliche Konsequenzen bekommen. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen, ich beklage nicht fehlende Verurteilung. Ich rede von zeitnahen Konsequenzen, und das können auch Auflagen in Verbindung mit sozialen Projekten unter Aufsicht eines geschulten Personalseins, also gewissermaßen Anti-Gewalt-Projekte, denn das könnte die Zahl der Täter tatsächlich langfristig reduzieren und damit auch die Zahl der Straftaten. Gesetzlich ist zum Umgang mit Gewalttätern alles ausreichend geregelt, aber es scheitert eben am Vollzug dieser Möglichkeiten. Sie erfinden lieber neue Straftatbestände, statt Vollzugsdefizite zu beheben. Und das hilft niemandem, auch nicht Polizeibeamten und Feuerwehrleuten. Vollzugsdefizite haben wir übrigens auch beim viel diskutierten Problem der Gaffer. Die Gaffer belasten jeden, am meisten natürlich die Opfer und Helfer. Und das können wir der aktuellen Presse auch entnehmen. Verurteilungen sind möglich. Aber also auch heute müssen sich bereits Gaffer vor Gericht verantworten. Es gab heute ein Urteil dazu. Aber wir kennen auch die personellen Möglichkeiten der Einsatzkräfte vor Ort. Also wer bitteschön soll denn die Strafanzeigen aufnehmen, wenn 100 Gaffer auf der Autobahn die Einsatzkräfte behindern? Ich hoffe wenigstens, Sie wissen, was an einer solchen Strafanzeige dann noch alles dranhängt. Die Identitätsfeststellung, oft problematisch, wenn jemand einen Ausweis nicht mit sich führt, die Beschuldigtenvernehmung zur Person, die Beschuldigtenvernehmung zur Sache, Zeugenvernehmung oder zumindest Aktenvermerke, und dann die Abgabe an die Staatsanwaltschaft. Und damit wären wir schon wieder bei dem Thema überlastete Polizei und überlastete Staatsanwaltschaften. Wenn Sie zum Beispiel wenigstens Bußgelder vorgeschlagen hätten, dann gäbe es für die Gaffer direkt vor Ort eine direkte, zeitnahe Konsequenz und damit auch einen Lerneffekt, allerdings für die staatlichen Behörden einen geringeren Aufwand. Aber nein, Sie wollen erneut mittels Strafrecht Wahlkampfsignale setzen und verursachen damit einen sehr erheblichen Aufwand, zusätzlichen Aufwand für Polizei und Justiz, der sehr schwer zu stemmen sein wird. In der Praxis, wie gesagt, auch die sollte hier eine Rolle spielen. Der Fairness möchte ich aber halber anerkennen, dass der Kollege Habart der CDU-CSU-Fraktion in der ersten Lesung von einem Dreiklang gesprochen hat. Das haben wir ja auch gehört. Also neben der Verschärfung des Strafrechts sprach er auch von mehr Personal und besserer Ausrüstung bei den Sicherheitsstrukturen. Und wenn er damit mehr Personal in der Fläche, also auch bei der Schutzausrüstung dann entsprechend meint, ist Die Linke einverstanden. Wenn wir beim Personal auch Justiz und staatliche soziale Programme meinen, dann ist Die Linke für Vorschläge offen, auch wenn wir wissen, dass hier in erster Linie die Länder zuständig sind. Nur um eins möchte ich natürlich auch bitten, wer jahrelang in Regierungsverantwortung wie die Union gerade bei moderner Ausrüstung und Personalaufwand und Bedarf geschlammt hat, der sollte sich da nicht stolz auf die Brust trommeln, wenn er ganz langsam anfängt, die eigenen Fehler zu beheben. Es wird eben dauern, bis der Investitionsstau bei der Ausrüstung abgebaut ist. Es wird dauern, bis ausreichend zusätzliches Personal bei Polizei und Staatsanwaltschaften aufgebaut ist.
Es wird vermutlich noch länger dauern, bis insbesondere die Union erkennt, dass eben nicht Symbolpolitik im Strafrecht, sondern die Stärkung der Prävention in Ländern und Kommunen die zunehmende Verrohung in der Gesellschaft entgegenwirken wirkt. Das wird dann auch Polizeibeamten helfen, das wird auch Feuerwehrleuten helfen und Rettungsdiensten helfen. Daran müssen wir mit kompetenten Vorschlägen arbeiten und gemeinsam überlegen, wie wir das dann auch gemeinsam mit den Ländern finanziell stemmen. Und da wird DIE LINKE sehr gerne mitmachen. Vielen Dank, Herr Kollege Tempel. Als Nächster hat er das Wort der parlamentarische Staatssekretär Dr. Günther Krings.